must come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity. Until consciousness failed me. You remember our venerable house? Opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Stabil! Tja, wir streifen nun auf ein neues Abenteuer zu. In den dunkelsten Dungeons dieser Welt. Dunkelste. Nice. Harald. Gut. Streifen wir mal los. Gucken, was uns so erwartet. Noch mehr Cutscene. You will arrive along the old road. It winds with a troubling, serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient, pitted cobbles of the old road, and on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Hey, da sind wir also endlich angekommen, in dem Dorf, wo unser großes Anwesen in der Nähe steht. Da sieht man es im Hintergrund. Es war ein schönes Anwesen. Ich weiß noch damals. Ich habe tagelang im Garten gespielt. Qualen von Helden können durch beliebige Aktivitäten zur Stresslinderung geheilt werden. Interessant. Nee. Ziemlich still hier. Geht doch. Nun, da sind wir gestrandet. Why not? Kartennavigation, alles klar, das kenne ich schon. Gut, wir haben den guten Waynard. Aber ich möchte nicht, dass er Waynard heißt. Wir nennen ihn einfach Harald. Der gute Harald. Was kann ich hier noch ändern? Outfit, ich kann sein Outfit ändern. Der weiße Kreuzritter. Er ist ein Kleptomane, gottesfürchtig und Krieger des Lichts. Das ist gut. Wen haben wir hier denn noch? Wir haben den guten Dismas. Den guten Ralf.
Der gute Ralf ist ein bekannter Betrüger, hat einen harten Schädel und schnelle Reflexe. Das erwarte ich doch von einer guten Heldentruppe. Los, Ralf, wir müssen ausziehen, um zum Dorf zu gehen. Have run up these lanes. Keep to the side path. The hamlet is just ahead. Durch die gängige Wege, das kenne ich auch. Dispatch this thug in brutal fashion, that all may hear of your arrival. Beim Bandit, töte den Feind, alles klar. Okay, Ralf, zeig da ihm deinen Dolch. Er hat sich widersetzt, dieser schmierige Mensch. Brigantenmeuchler. Nun gut, Harald, da du das heilige Licht verbreitest, kannst du mit deinem heiligen Kreuzschwert nicht erledigen, wer ausgewichen ist. Und er verarbeitet euch zu Hackfleisch. Oh mein Gott. Welch grausame Art, jemanden zu töten. Du Schätze. Tja, Harald. Du bist wohl nicht der Krieger, der du gedacht hast, dass du es wärst. Der gute Ralf ist viel besser als du, deswegen darf er auch da reingreifen. Nur Kuriositäten. Naja, Gott. Otherworldly corruption. Noch ein Kampf, ein epischer Kampf zwischen dem Dicken und dem Dünnen. There is much to be found in forgotten places. An ambush. Send these vermin a message. The rightful owner has returned, and their kind is no longer welcome. So sehe ich das auch. Ich weiß nicht, soll ich die Untertitel ausmachen? Ich denke schon, die nerven mich jetzt so ein bisschen. Okay, was haben wir hier? Brigantenaderlasser und Briganten Füsilier. Ah, alles klar. Nun gut. Dann werden wir mit einem gezielten Schuss aufs Schienbein treffen. Und du, Harald, verbreite mit deinem betäubenden Schlag Angst und Schrecken. Oh ja, wir haben ihn sogar betäubt. Flächendeckendes Feuer. Oh. Ich glaube, das tat weh. Nun gut. Machen wir mit Adalas weiter. Vielleicht blutet er. Oh ja, blute, du Schwein. Gut. Harald und der gute Ralf sind ausgewichen. Doch mit Niederstrecken werde ich den Feind doch nicht töten. Mein Gott, der Dicke ist ganz schön stark. Das denkt man gar nicht, aber wahrscheinlich tun seine massiven Nippel den Schaden abfangen. Einfach abknallen. Dieses unwürdige Pack. Verdammter Fusilierer. Nun gut, aber Harald ist ein mächtiger Paladin. Ich blute. Und mit seinem eifernden Anklage wird er ihm zeigen, was eine rechte Hacke ist. Sieh zu, wie viel Steuern der gute Harald bezahlen musste. Da schreckt der Feind zurück. Bei so vielen Steuern wäre ich auch zurückgeschreckt. Ich meine, das ist ja unmöglich zu bezahlen. Aber Ralf, sein treuer Freund, weiß immer, wo er das Geld herkriegt. In der Spielhalle. In der guten alten Spielhalle. Okay, ich mach mir den Dicken fertig. Leichname. Sein verrottender Leichnam stinkt bis zum Himmel. Das ist ja noch schlimmer als die ganzen Steuern, die ich zahlen musste. Augenklappe der Säuberung. Widerstand gegen Gifthauch, Widerstand gegen Krankheiten. Okay. Meine Quest abschließen. Nein, ich möchte die Quest nicht abschließen. Der gute Harald muss hier nach Schätzen suchen. Sie ist gesichert. Verdammt. Okay. Keine Schätze für mich. Gehen wir zurück zum Dorf, Ralf. Uns erwartet irgendetwas hier. Ein Level Up. Harald hat eine neue Eigenschaft. Er ist jetzt sogar kräftig. Heilfähigkeiten, wenn im Lager. Cool. Gut gemacht, Harald. Du und Ralf seid das perfekte Team. Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them. Hol Hilfe, wenn nötig. Okay. Gut, was haben wir hier? Alles kaputt. Gehen wir zum Friedhof. Most will end up here, covered in the poisoned earth, awaiting merciful oblivion. Ah, okay. Da liegen die Toten begraben, hätte ich mir nicht vorstellen können. Memoire des Vorfahren. In time,
You will know the tragic extent of my failings. Ah ja, hier haben wir die Hauptquest. Aha, okay. Also unser Teil 1 schließe erfolgreich deinen ersten Angriff auf den dunkelsten Dungeon ab. Okay. Ich glaube, das kann ich bewältigen. Also erst gehen wir zur Kutsche. Women and men, soldiers and outlaws, fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. Ah, gut. Neue Verbündete, wir haben hier. Nehmen wir sie erstmal auf. Pious and unrelenting. Genau. Wir haben hier die gute Lords. Suchender. Vestalin. Helden lassen. Nein. Okay, nehmen wir sie Uschi. Uschi. Die gute Uschi. Die heilige Schwester. Und Busneus. Ah ja. Bernd. Der gute Bernd. Wir können ihn auch andere Outfits verpassen. Ich guck mal. Naja, der gute Bernd. Ich bin mir nicht sicher, ist das männlich oder weiblich? Ich weiß es nicht. Pestdoktorin. Nein, das ist weiblich. Wir können sie nicht Bernd nennen. Wir können sie Lieselotte nennen. Die gute Lieselotte. Studiert in den. Das ist meine Bestimmung. Ich weiß, Harald, es ist eine Bestimmung, aber ich muss den Leuten erstmal Namen geben und sie ankleiden. So kann ich sie doch nicht auf der Straße rumlaufen lassen. Gut. Das kann ja die gute Uschi. Hand des Lichts. Göttliche Gnade. Richtspruch. Goldenhieb. Okay, ich glaube. In der hintersten Reihe ist sie mir am effektivsten dann. Was kann Lieselotte? Sie ist ganz gut in der hinteren Reihe, okay. Gut, dann brechen wir vor unsere erste Quest auf. A Mecca of Madness and Morbidity. Ja, Stufe 8. Your work begins. Okay. Erstmal geben wir den guten Ralf unsere Augenklappe. Nein, die ist nur für Waffenknechte. Ah. Er ist Weggelagerer. Vestalin, Pestdoktor. Gut, ich kann es keinem anziehen. Alles klar, dann gehen wir mal in den ersten Dungeon. Ich sehne mich nach meiner, was weiß ich. Ich konnte es nicht lesen, verdammt. Gut. Unsere treuen Recken, Harald, Ralf, Uschi und Lieselotte, werden nun in den ersten, was kriege ich eigentlich? Gewöhnlich. Stein der Abwehr. Cool. Das ist gut. Brechen wir los. The cost of preparedness, measured now in gold, later in blood. Gut, also das war auch mit Nahrung, das sollte reichen für den ersten. Ich denke mal, ich nehme eine Schaufel mit. Und einen Schlüssel und ein paar Fackeln. So. Dann brechen wir auf. Man kann ja nie wissen. Man muss immer das Nötigste dabei haben, damit auch alles richtig vonstatten geht. Deine erste Expedition in die Ruinen deines Ahnensitzes. Sei neugierig, aber vorsichtig. Das Heldenmühle, das interessiert mich nicht. Doch warte. Die gute Uschi ist ziemlich langsam, Eile mit Weile und Unheiligen schlechterin. Alles, was unheilig ist, geht dir so ziemlich auf den Sack. Und Lieselotte Hieromani hat religiöse Visionen und Wahnvorstellungen. Das ist gut. Und Klaustrophobie. Starke Furcht vor geschlossenen Räumen. Das ist auch ziemlich gut. Widerstand gegen Betäuben. Und 20 Chance auf Erkunden in Meereshöhlen. Ah ja. Das ist gut. Okay, ihr tapferen Recken. Lasst uns weiterziehen. Diese Höhle sind gefährlich und äußerst düster. Ah ja, da ist eine Fackel. Die nehme ich doch mit. Man kann das heilige Licht nämlich nicht ohne Fackel verbreiten. Das weiß man so ziemlich. Und Harald weiß es auch. Unsere ersten Gegner. Sie sind überrascht. Gut, ich habe einen Gifteinschlag. Blendgas. Das ist gut. Das ist alles gut. Das ist gute Fähigkeiten. Bam. Lieselotte hat ja schon immer einen Drang dazu, ihre gebrauchten Socken zu werfen. Leider riechen die nicht mehr allzu gut. Ihr Monster werdet es noch büßen. Seht zu, wie viel Schulden ich habe. Confidence surges as the enemy crumbles. Okay, bei diesen Schulden hätte ich auch aufgegeben. Brought low and driven into the mud. Okay, die Untertitel gehen mir dezent auf den Sack.
Falls ihr sie wieder wollt, dann kann ich sie wieder einstellen, aber mir gehen sie momentan auf den Sack. Okay, Ralf, öffne die Truhe. Nein, was ist das? Stein des Gifthaus. Auf Gifthauffähigkeiten und Chance auf Schwächungseffekte. Das ist eigentlich dezent gut. Gut, laufen wir weiter. Was ist das? Harald, du musst diesen Haufen beseitigen. Ausgezeichnet, Harald. Die Fackel. Es wird dunkel. Deine aktuelle Lichtstärke beeinflusst viele Mechaniken im Spiel. Je dunkler es wird, desto höher die Schwierigkeit, aber umso fantastischer die Belohnungen. Rechtsklicke auf eine Fackel in deinem Inventar, um das Licht wieder aufflammen zu lassen. Okay. Ja, also je dunkler es wird, desto schwieriger wird es. Das halte ich mir doch mal im Hinterkopf. Okay, wir werfen eine Seuchengranate. Ja. Könnte auch ein gebrauchter Tampon gewesen sein. Genau wissen wir es nicht, da Lieselotte nicht viel von sich verraten will. Genauso wenig wie Ralf und Uschi. Aber der Richtspruch. Ja. Verdammt, was ist das? Kultistenanhänger. Diese Kultistenanhängerin wird sich noch wünschen, sie wäre nie geboren worden. Okay, Harald, zeig's ihnen. Zeig ihnen deine Schulden. Ich hab so viele Schulden. Okay, ich mach noch eine Blendgranate. Bam! Diese Kultisten haben einfach nichts mehr drauf. Die lassen sich so leicht blenden. Und der Streuschuss muss natürlich sein. Du bist betäubt, du hast keine Chance. Hieb aus dem Jenseits. Harald hat genug Leute aus dem Jenseits gesehen. Aber die heilige Uschi wird unseren guten Ralf heilen. Da er doch angeschlagen ist. So, was mache ich jetzt? Kann ja nicht mehr machen. Ich kann eine Gefechtsmediziner wenden. Das heilt mich ein bisschen. Also gut, Goldmünzen und Wappen. Das ist eine gute Ausbeute. Gehen wir weiter, Leute. Gehen wir weiter. Wo sind wir überhaupt? Ah ja. Gut, ich würde sagen, wir gehen als nächstes in diesen Raum. Zünden das heilige Licht wieder an. Und gehen weiter. Ich glaube, ich sollte mir mehr Fackeln kaufen. Ah ja, dieser Rucksack enthält Beute. Schlüssel und Urkunden. Und Wappen. Naja. Ich glaube, ich habe zu viele Schlüssel. Schlüssel gekauft. Ah nein, doch nicht. Das ist eine Schatztruhe. Oh mein Gott. Harald hat ja Angst. Gut, wir werfen eine Giftgranate. Bam. Und du wechselst mal lieber Position mit Harald. Harald, lass mich zurück. Es geht ganz schön auf das Gemüt. Opfer für die alten Götter. Verdammt, bist du ein Kultist? Kultistenschläger. Verdammte Kultisten, was streunert ihr eigentlich in meinem Anwesen rum? Oh. Kritische Heilung, das war gut. Möget ihr sterben, Biester der Unterwelt. Ich brauche eine Bandage. Die wirst du aber niemals kriegen. Greif lieber an. Das ist jetzt wichtiger. Ich habe keine Bandagen. Eine entsetzliche Beschwörung. Oh. Die Juli Lieselotte leidet anscheinend unter Angstzuständen. Ganz schnell. Aber solange sie ihre Socken noch werfen kann, ist alles in Ordnung. Gut, ich heile so lange mein Team hoch. Solange es noch geht. Verdammt, Uschi, du hast ganz schön gute Crit-Werte. Das ist dezent cool. Aber wir zeigen nochmal seine Schulden. Da kann der Gegner einfach nicht viel tun. Bam. Great is the weapon that nice. Und der finale Schlag. Gut, unsere Truppe verbreitet das heilige Licht besser als ich gedacht habe. Noch mehr Zeugs. Okay Uschi. Wir haben ein geheimes Fach gefunden und eine Menge Schätze ergattert. Das ist ziemlich gut. Und ich sehe mal wieder nichts, wenn meine Fackeln ausgehen. Rotes Blut überall. Ambushed by foul invention. Verdammt, Harald, pass doch mal, wo du hinläufst. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, wir erkunden. Okay, da ist irgendein Altar, aber da möchte ich nicht hin, ich möchte da. Ah, Schätze.
Gedacht, oh yeah. Harald der Schätzemeister. Gut, wir haben Nahrung gekriegt. Vielleicht mal ein bisschen essen. Nahrung halt, aber Nahrung braucht man auch. Die Dunkelheit eignet sich ideal für einen Hinterhalt. Erstmal was essen. Ja, das stimmt. Je dunkler es wird, desto heftiger wird es. Gut, hier ist niemand. Gehen wir weiter. Ausgezeichnet. Das heilige Licht verbreitet sich, aber es wird schwächer. Gut, buddeln wir den Mist weg. Haralds starke Muskeln schaffen das schon. Ah, der letzte Raum. Die mag ich nicht. Was wissen überhaupt? Knochenintrigant. Verfluchter Narr. Wir werfen erstmal einen Tampon. Ja. Tampons der Gnade. Gut, das macht dezent Schaden. Ich mag es nicht, dass das alles Knochen sind. Verdammt, Uschi, pass auf! Spürt meine Schulden! Axtklinge. Nein, okay, ich muss irgendwas machen. Ich mache einen Richtspruch. Gottes Urteil wurde gefällt. Gut. Dann hätten wir schon mal ein paar Gegner weniger. Das läuft wie geschmiert gerade. Gut, als nächstes werfe ich eine Blendgranate. Ja. Yeah. Diese Lotte hat sie entwickelt, falls Leute in die Damenumkleide einen Blick erhaschen wollen. Das kennt man ja nach dem Sport, wenn man sich umziehen geht und ein bisschen duschen, dann braucht man eine Blendgranate. Jetzt gucken da die Jungs rein. Das ist niemals gut. Okay, zeigen wir ein paar Nacktbilder von Ralf. Alles klar, Uschi. Der letzte Schlag ist für dich. Das heilige Licht. Gut, nehmen wir, was wir an uns nehmen können. Verdammt, ich kann das Bild nicht mehr nehmen. Ich glaube, das brauche ich nicht. Ich werf's mal weg. Nehme ich lieber das Bild mit. Nein, noch nicht. Ich möchte die Truhe da noch öffnen. Gut, Uschi, du darfst die Truhe wieder öffnen. Ah. Nice. Das war doch mal eine erfolgreiche Erkundung eines Dungeons. Wir haben eine Menge Geld gekriegt. Oh ja. Oh ja, das ist eine Menge Geld. Und viele Erbstücke haben wir wieder zurückgekriegt. Warum hatten meine Verwandten so viele Wappen in ihren Häusern? Egal. Oh. Uschi und Lieselotte hatten Level Up. Das ist gut. Harald hat eine neue Eigenschaft gekriegt. Unheiligen Hasser, Schaden gegen Unheiligen. Und weniger Stress gegen Unheilige. Gucken wir mal, was Ralf gekriegt hat. Meereshöhlenhasser. Plus 20 Stressschaden im Meereshöhlen, das ist gut. Und Lieselotte, was hast du als neue Eigenschaft? Furcht vor Unheiligen. Und dickes Blut, Widerstand gegen Gift auch. Na, immerhin. Das waren doch mal eine gute Werte für den ersten Trip. The plume and the pistol. A bidding end to my folly. Zeller redet mir ein bisschen zu viel. Mit der Zeit bleiben einige negative Ticks bestehen und werden zu schweren Ticks. Schwere negative Ticks sind teuer, wenn du sie im Sanitarium behandeln möchtest. Alles klar, Questziele. Gut, wir haben ein Quest abgeschlossen. Gehen wir doch gleich mal nachgucken. In time, you will know the tragic extent of my failings. Also, okay. Gut, wir haben ein paar neue Sachen. Wir haben jetzt die Taverne. Fresh kegs, cards and curtains and rooms promise solace to the weary and broken. Dann kann man Stress abbauen. Wie man sehen kann, ein bisschen Erklärung, wenn der Erzähler fertig ist mit Reden. Was sag ich das da? Ich bin bereit für die Schrecken der Tiefe. Ja. Okay, wir haben hier unten Stress. Im Dungeon baut sich Stress auf. Wenn sie zu gestresst sind, dann sind sie ein bisschen Gaga im Kopf und manche sind schwieriger zu kontrollieren, manche sind besser zu kontrollieren. Und nachdem sich die Stressleiste gefüllt hat und ein zweites Mal gefüllt hat, sterben sie an Herzinfarkt. Yay! Das ist immer gut. Verdammt, Harald. Harald ist ein Meisterkleptomane. Eile mit Weile. Okay, das ist minus 4 Geschick in der ersten Runde, das kann ich sowieso nicht verhindern. Aber du hast mir zu viele negative Effekte, das ist schlimm. Alles klar, wir haben noch Zeit. Holen wir uns neue Gruppenmitglieder. Noch ein Heiler?
Ausweichen. Minus 5 ausweichen. Minus LP Widerstand gegen Todesstoß. Oh, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Was kann die Gute denn? Das gleiche wie Uschi, oder? Mein göttlicher Trost. Gruppenheilung. Das ist gut. Nehmen wir die Gute mal auf und nennen sie... Brünnhilda. Gut, Brünnhilda. A sister of battle, pious and unrelenting. Artillerie aus dem Abgrund, schwächender Fluch, schicksalhafte Heilung und dämonisches Zerren. Gut, Hinde. Raimundo. Der gute Raimundo kommt auch noch ins Team. Ich mag den Kerl. Was kann der Kerl denn? One must know it. Ah, er ist Zeuge. Er kann als Zeuge von verstörenden Verhalten nicht an Gebeten in der Stadt teilnehmen und... Minus 3% Crit bei LP unter 50. Ja, das ist in Ordnung. Plus 2 Geschick bei Licht unter 26 und Chance auf Erkunden im Wald. Okay. Das ist gut. Ein Okkultist. Gut, dann haben wir nochmal eine Heilige und einen Okkultist dabei. Brünnhilda und Raimundo, begrüßt sie, Leute. Sie sind... wahrlich Engel. Aber ich glaube, Raimundo kriegt noch was anderes zum Anziehen. Den hier. Und Brünnhilda ist Brünnhilda, okay. Gut, was mache ich denn als nächstes? Ich würde mal sagen, Harald darf sich ein bisschen Stress abbauen in der Gebetshalle. Das steht ihm gut. Das war vielleicht nicht so gut. Aber okay, beim nächsten Mal wird das schon, wird schon alles gut gehen. Und wir machen dann wieder weiter. Bis dahin. Bleibt dran, wenn ihr die spackenden Abenteuer davon... Ich bin bereit für die Tiefen. Gut, Raimundo. Wenn es weitergeht in den Untiefen der Welt. Des Darkest Dungeons. Auf Wiedersehen.